Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lost Horizon. Wir haben den Kompagnon von Richard gefunden, Thomas, der hier gefoltert wurde mit übelster, aber wirklich übelster Marschmusik. Und da liegt er. Die Explosion hat ihn kurzzeitig außer Gefecht gesetzt, aber er lebt noch. Okay, wir wollen ja keinen Umbruch. Jetzt können wir sie anfassen. Die Uniform hat zwar nicht ganz meine Größe, aber Moment mal. Was ist denn da in den Taschen? Eine Schlüssel, was noch? Eine deutsche Soldatenuniform. Und ein Band. Auf dem Tonband ist ein Mitschnitt des Verhörs. Okay, dann machen wir erstmal hier ihn hier auf. Perfekt. Der kleinste Schlüssel passt und öffnet die Handschellen. Thomas, lass uns verschwinden. Kannst du gehen? Nee, scheinbar nicht. Naja, etwas wackelig auf den Beinen bin ich doch noch. Dann wartest du besser hier auf mich, bis ich eine Fluchtmöglichkeit gefunden habe. Ich sollte mich mal bei den LKW umsehen. Vielleicht bietet sich dort eine Möglichkeit, Thomas hier rauszubekommen. Okay. Haben wir hier noch irgendwas Haken? Nö, haben wir nicht. Ich ziehe jetzt die Uniform an. Dann habe ich bessere Chancen, unentdeckt zu bleiben. Okay. Oder der... Achso, der lief ja so oder so, ne? Können wir jetzt... Wir haben jetzt gar kein Inventar mehr? Okay. Wieso haben wir jetzt kein Inventar mehr? Aber warte mal, wir können jetzt wahrscheinlich hier durch... Ich glaube nicht, dass Thomas da drin besser aufgehoben ist. Ich muss ihn aus dem Lager herausbekommen. So, hier. Mit dem LKW könnten wir es tatsächlich schaffen. Das Tor ist nicht weit weg. Aber ich fahre erst los, wenn Thomas an Bord ist. Okay, aber wir können jetzt hier, glaube ich, drüben. Da ist die Wache. Da können wir nicht rein. Ich mache mal Leertaste. Weil ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet. Können wir hier drüben durchlaufen? Nee. Hä? Oder was? Was ist das hier eigentlich? Kann man das hier irgendwie... Ja, ich werde versuchen, mit Thomas hier rauszufahren. Ich hole ihn und verstecke ihn auf der Ladefläche. Wenn wir bis zum Tor durchkommen, können wir es schaffen. Ach so. So, Thomas versteckt sich auf der Ladefläche. Wenn meine Glückssträhne anhält, steckt der Zündschlüssel im Schloss. Oh oh. Hey, was treibst du da, Bursche? Ich, noch ein Kranker, oder? Das Wetter hier ist wirklich nicht jedermanns Sache. Ich bin auch die ganze Zeit erkältet. Ja, kann kaum sprechen. Lass gut sein, schon deine Stimme. Wolltest wohl rauf zum Kloster, was? Mhm. Haben die Jungs von oben wieder einen LKW bestellt? Um diese Zeit noch? Ich hab diesen Deppen schon 100 Mal erklärt, dass ich so kurz vor der Dämmerung keinen Konvoi mehr hochfahren lasse. Die sollen sich gefälligst an die Regeln halten. Nach 1600 verlässt kein LKW mehr die Basis. Es sei denn, im Kloster wurde eine Fundsache von höchster Priorität gemacht. Worum geht's denn überhaupt? Was soll denn so dringend abgeholt werden? Tja. Was haben Sie denn per Funk übermittelt? Also ich brauche sowieso das vollständig ausgefüllte Einsatzanforderungsformular. Lass dir das im Funkraum ausstellen. Wenn die Fundstücke von besonderer Wichtigkeit sind, schicke ich dich mit dem LKW nach oben. Du findest mich in meiner Baracke. Aber komm nur wieder, wenn es wirklich bedeutende Fundstücke sind. Ansonsten wird das Zeug erst morgen abgeholt. Na schön. Funkraum, Formular und wichtiges Fundstück. Auf geht's. Okay. Haben wir jetzt ein Inventar oder... Wo ist denn meine Maus? Ach, da drüben. Jetzt habe ich mein Inventar wieder. Warte mal, die Tür war doch abgeschlossen, oder? Das müsste doch der Funkraum sein, so wie er aussieht hier. Verschlossen. Okay. Der letzte hat gepasst. Die Tür ist jetzt offen. Es passt immer der letzte. Das ist wie beim USB-Stick. Der passt auch 3 Mal, bis er passt, ne? So ein Glück. Keiner da. Okay. Da ist ein Stift.
Stifte haben einen riesengroßen Vorteil. A, man kann mit ihnen schreiben. B, zeichnen. Und C, kann man damit Elektrobrücken überbrücken. Ne? Also wenn man irgendwo zwei Sachen... Das Graphit ist leitend. Und damit kann man... hier sind Formulare. Die hier sehen aus wie die Sondereinsatzformulare, von denen die Wache gesprochen hat. Ich nehme mal eins mit. Okay. So, was haben wir hier noch? Ein Tonbandgerät. Ein Band haben wir. Mal hören, was da drauf ist. Ich habe den Gefangenen nach 2 Stunden Musikbeschallung wieder nach dem Objekt mit der Codenummer 28 gefragt. Er bleibt aber bei seiner Aussage, den Namen des gesuchten Objekts noch nie gehört zu haben. Die enorme Bedeutung des Objekts für den Fortschritt unseres Projekts macht weitere Verhörmaßnahmen erforderlich. Objekt 28? Und welches Projekt meint er? Tja, gute Frage. Ich hab den Gefangenen nach 2 Stunden... Er bleibt okay. Enorme Bedeutung. Objekt 28? Warte mal. Was ist das hier? Auge des Kanjur. Auf dieser Liste stehen Bezeichnungen von heiligen asiatischen Artefakten. Offenbar suchen die Deutschen in einem nahegelegenen Kloster nach ihnen. Hier, das da. Ich lass die Liste besser da hängen. 28, Auge des Kanjur. Okay, können wir jetzt irgendwas machen? Warte mal, das hier? Na schön, welches der Objekte von dieser Liste ist wohl so bedeutend, dass mir die Wache die Sonderfahrt zum Kloster genehmigt? Das da. Ja, okay. Ich habe eins dieser gesuchten Objekte im Formular eingetragen. Hoffentlich ist es wichtig genug, damit mich die Wache mit dem LKW wegfahren lässt. War's das jetzt schon? Ich probier's mal. Hier, das Formular. Was? Teufel, das ist ja ein Fund. Frau Gräfin wird begeistert sein. Los, was stehst du hier noch rum? Starte den LKW und fahr nach Frau oben. Gräfin. Frau Gräfin. Okay. Adel. Oh, das sieht cool aus. Noch höher hinauf kommt man mit dem LKW nicht. Von hier aus geht's nur zu Fuß weiter. Und wie weit ist das noch bis zum Kloster? Vielleicht 800, maximal 1000 Meter. Der Abzweig zum Seiteneingang liegt linke Hand auf halbem Weg. Okay, du fährst jetzt mit Kim den Pass runter. Versucht euch zur indischen Grenze durchzuschlagen und kontaktiert von dort. Hallo? Ja? Das ist einer deiner schlechten Scherze, oder? Wie meinst du das? Du schickst mich mit einem wildfremden Mann weg? Entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. Kim, ich kenne Thomas seit vielen Jahren. Ich vertraue ihm. Und das kannst du auch. Darum geht's gar nicht. Überleg doch mal, du brauchst meine Hilfe. Wo willst du denn jetzt ohne mich? Genau. Kim. Ohne die Übersetzung der Aufzeichnungen meines Onkels würden dir entscheidende Informationen fehlen, oder? Genau. Das bestreite ich ja auch nicht. Aber ich denke trotzdem, dass ich ab jetzt besser alleine... Oh, stimmt ja, ich vergaß. Du bist ja auch ganz alleine und ohne jegliche Hilfe in das Lager der Deutschen eingedrungen. Na schön, da hast du meinen Hintern gerettet. Wolltest du das von mir hören? Ja, und darum bleibe ich auch weiterhin an deiner Seite, statt mit deinem Freund abzuhauen. Verzeihung, das geht nicht gegen sie. Schon gut. In 3 Teufelsnamen, dann bleib lieber bei mir, ehe du die ganzen Deutschen hier zusammenschreist. Aber ich warne dich. Das hier ist keine lustige Bergtour, sondern eine Rettungsmission. Genau. Du tust, was ich dir sage, bleibst immer in meiner Nähe und schreist gefälligst nicht rum. Okay. Also dann machst du dich jetzt besser auf den Weg, Thomas. Ja, viel Glück euch beiden. Wenn ich nur in besserer Verfassung wäre, könnte ich euch begleiten. Aber ihr schafft das schon. Ja, aber deswegen fährt er mit dem LKW. Ich schlage mich nach Nordindien durch und kontaktiere von dort aus Lord Weston in Hongkong. Viel Glück, Thomas. In der Hoffnung, er kommt an. Ein bisschen schlechte Qualität jetzt, ne? Die Texturen von dem LKW. Aber nur gut. Liegt wahrscheinlich am Schnee. Die Scheibe ist komplett zu. Ja, dann sind wir. Was hier zum Lager? Können wir da wieder hingehen? Zum Lager der Deutschen kehre ich ganz sicher nicht zurück. Ich finde das hier so putzig. Guck mal hier, Venedig, Berlin, ja. Die Schilder sind festgenagelt.
Ich möchte nicht behaupten, dass es prinzipiell unmöglich ist, aber mit bloßen Händen bekomme ich die sicher nicht ab. Hier, Hering. Dieses Ding entpuppt sich tatsächlich als Universalwerkzeug. Ich konnte die Nägel damit spielend leicht aus dem Pfosten hebeln. Und nun sind die Schilder mein. Können wir die wieder ranpacken hier? Nee. Wir haben jetzt die Schilder. Warum? Vier kleine, aber stabile Bretter. Okay. Vielleicht geht's auch nur um die Bretter. Schier. Fahrt zum Kloster? Ich glaube nicht. Oder doch? Na gut, Kim. Gehen wir hoch zum Kloster. Na schön, was immer du sagst. Hier muss es sein. Schaufenden, dort ist der geheime Eingang. Nun ja, so geheim ist er wohl leider nicht mehr. Wie du siehst, haben die Deutschen die Brücke komplett vermint. Und was machen wir jetzt? Kannst du die Minen entschärfen? Nee. Psst, sei still. Und? Irgendwelche Vorkommnisse heute? Oder besondere Instruktionen? Nein, es gab nichts Außergewöhnliches. Wir konnten den Eingang zur Kammer immer noch nicht öffnen. Morgen wird vielleicht gesprengt. Na endlich. Das zögerliche Vorgehen der Gräfin kam mir schon merkwürdig vor. So kennt man sie gar nicht. Dass du nicht kapierst, was wir hier vor uns haben, wundert mich nicht. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn wir auch nur ein Detail übersehen oder etwas Unersetzliches zerstören, kann das zum Scheitern unserer Mission führen. Ba-boom. Drauf geschissen. Ich bin froh, wenn das Ganze endlich vorbei ist und wir wieder zurück in die Heimat können. Ich hasse nämlich den Winter und ich hasse Berge. Und ja, der Sibirische kommt bald. Tja, hättest du dich beim Eignungstest nicht so blöd angestellt, wärst du vielleicht auch beim Erkundungstrupp gelandet und müsstest jetzt nicht Nachtwache halten. Du eine ganz schön dicke Lippe. Ja. Dann mal eine angenehme Nacht. Wir gehen zurück ins Lager. Keine Sorge. Otto und ich grillen uns da ein paar saftige Koteletts hier über dem Feuer und machen es uns richtig gemütlich. Aber Koteletts. Vergesst Siegfried nicht. Der arme Hund hat heute den ganzen Tag noch nichts zu fressen bekommen. Ja, ja. Bis morgen. Siegfried, der arme Hund. Mhm. Gut. Die meisten Soldaten scheinen nachts zurück ins Lager zu gehen. Wenn wir Glück haben, schieben nur die beiden Kerle dort drüben Wache. Aber wie willst du da reinkommen? Vielleicht erinnerst du dich, der einzige Weg zum Seiteneingang scheint über diese komplett vermiente Brücke zu führen. Keine Bange, mir wird schon was einfallen. Davon bin ich überzeugt. Was ist das hier? Zum Glück ist der Vogel, der dieses Nest gebaut hat, nicht zu sehen. Er muss riesig sein. Vielleicht ein Adler oder ein Schneegeier. Ein Schneegeier? Was sind die Schneegeier? Ein Ei. Ein Stück Schale eines Vogeleis. Der Größe nach stammt es von einem Steinadler oder Schneegeier. Schlucht? Schluchten, Felsspalten, Abgründe. Unsere treuen Begleiter in Tibet. Ja. Dort wurde eine Drachenfigur aus der Felswand gehauen. Das muss der Seiteneingang sein, den Thomas erwähnt hat. Diese dünnen Drähte sind mit den Zündern der Granaten verbunden. Wenn mir mal wieder nach Sterben zumute sein sollte, ziehe ich diese Aktion vielleicht in Betracht. Bis dahin lasse ich aber die Finger von diesen Drähten. Hier hinten ist, glaube ich, der Schneelift, ne? Da kommen wir nicht hin. Das Haupttor wird von zwei deutschen Soldaten bewacht. Okay. Bis zur anderen Seite sind es weniger als 4 Meter. Weit mehr Respekt flößt mir jedoch der Abstand zum Boden der Schlucht ein. Von waghalsigen Sprungversuchen möchte ich daher absehen. Okay, gut, dann gehen wir mal, upsala, wieder zurück hier. Vielleicht macht das andernorts ziemlich mehr Sinn. So, was haben wir denn hier Hübsches? Ich mach mal kurz Leertaste, das ist okay. Da haben wir Kim. Okay, Reifespuren. Die stammen von den LKW aus dem Lager. Da man nicht näher ans Kloster fahren kann, müssen die Deutschen ihr Material hier umladen und per Lift nach oben transportieren. Okay. Logisch. Mit dem Hebel pumpt man Öl in die hydraulische Mechanik und die Plattform wird nach oben zum Lastenkorb bewegt. Aber was nützt es, wenn die Plattform nach oben fährt und ich hier unten stehe?
Da könnten wir... Was ist das da? Die Deutschen transportieren mit solchen Körben schwere Ausrüstung nach oben zum Kloster und geraubte Kunstschätze nach unten. Den Korb hat man beladen, aber dann offensichtlich Feierabend gemacht und ihn nicht mehr nach oben gefahren. Eine Passstraße? Wir müssen hierbleiben und in dem Kloster nach Richard suchen. Kann sie sich darauf stellen oder sie den Hebel drücken oder so? Warte mal. Du, Kim. Ja? Jetzt sei doch bitte nicht mehr sauer. Ich mach mir doch nur Sorgen um dich. Ich bin aber kein kleines Kind mehr und brauch keinen Aufpasser. Außerdem bin ich doch gar nicht sauer. Nein, ich stehe brav hier, rühr mich nicht vom Fleck und warte auf deine Anweisungen, wie du es mir befohlen hast. Na gut, dann hör mal. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ach, sieh mal einer an. Tatsächlich? Könntest du jetzt endlich mal damit aufhören, bitte? Wir sollten uns lieber etwas beeilen, wenn wir Richard helfen wollen. Na schön, womit kann ich dienen? Dort drüben an dem Lift hängt ein Lastenkorb. Vielleicht ist da ja was Nützliches drin. Allein komme ich aber nicht dran. Räuberleiter? Nicht nötig. Siehst du die Hebebühne direkt darunter? Wenn du dich da drauf stellst, bringe ich dich hoch zum Korb. Zu Befehl! Das siehst du, geht doch. Also schön. Ich sehe keine Möglichkeit, da hinaufzuklettern. Nee, du solltest den Hebel drücken, komm. Achtung, Kim, los geht's. Das ist ja cool. Reicht, ich komme jetzt an das Zeug ran. Okay. Was ist da drin? Los, erzähl. Hier, zwei lange Bretter und ein Päckchen mit irgendeinem weißen Pulver. Naja, nicht gerade eine tolle Ausbeute. Bitte, gern geschehen. Dann stelle ich mich mal schnell wieder dorthin, wo ich den Meister nicht bei seiner Arbeit störe. Ach, bitte. Was ist die so schnippisch? Was ist das hier? Natron? Laut Aufschrift befindet sich in diesem Päckchen eine Substanz mit der chemischen Formel NaHCO3. Dahinter verbirgt sich meines Wissens schlichtweg Natron, auch bekannt als Backsoda. In etwas Wasser aufgelöst, ergibt es einen billigen, aber wirkungsvollen Allzweckreiniger. Vielleicht verwenden die Deutschen das bei ihren Ausgrabungen, um Artefakte oder Geräte zu säubern. Damit kann man auch wunderbar den Rost eines Grills sauber machen mit Natron. Also mit Backpulver. Ihr legt einfach das in eine Wanne, wo der Grillrost reinpasst, Wasser dazu und ein bisschen Natron rein und es löst sich fast von selbst. Ungelogen, löst sich fast von selbst. Und Holzbohlen. Jede dieser Holzbohlen ist an die 2 Meter lang. Okay. Ah, ich verstehe. Warte mal. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben hier eine Schlucht, ein Vogelnest. Was ist das? Dort in der Mitte ist ein Spalt, durch den Regen oder Schmelzwasser von der Brücke abfließen kann. Mit einem gewagten Sprung könnte ich den Spalt eventuell erreichen und mich daran festklammern. Und dann? Dann hänge ich da. Meine Kräfte lassen nach. Schließlich rutsche ich ab und stürze in die Tiefe. Oh. Nein, das kann nicht die Lösung sein. Aber... Nee. Nee. Ja, bis dahin sollten die Bohlen reichen. Ich leg eine mal hier auf den Boden und stecke sie dort drüben in den Abflussschlitz der Brücke. Ach, das ist den Schlitz. Den habe ich gar nicht so für voll genommen gerade. Guck mal, dann können wir jetzt... Okay, was sind die Granaten eigentlich? Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Wie? Ach, diese Granaten hier... Ich habe gerade festgestellt, dass sie mit Giftgas gefüllt sind. What? Und ist das gut? Seit wann ist Giftgas was Gutes? Ich meine, ob du die besser entschärfen kannst als andere. Nein, kann ich nicht. Außerdem fehlt mir dazu das passende Werkzeug. Was ist denn dann so merkwürdig an den Dingern? Nun, eigentlich gar nichts, wenn ich genau darüber nachdenke. Im Gegenteil, es ist durchaus logisch. Zum einen wird beim Auslösen der Falle die Brücke nicht zerstört, sodass man sie weiter als Zugang nutzen kann. Zum anderen ist das Kloster umgeben von steilen Abhängen, auf denen meterhoch Schnee liegt.
Eine heftige Explosion würde eine Lawine auslösen, die das gesamte Kloster unter sich begräbt. Du siehst, es ist durchaus verständlich, dass die Deutschen hier Giftgasgranaten statt Sprengfallen einsetzen. Und hilft uns diese Erkenntnis in irgendeiner Weise weiter? Das nicht, aber... Was soll dann diese sinnlose Diskussion? Lass dir gefälligst was einfallen. Ey, ist doch gut. Drachenklaue, die wartet mal. Der Fuß des Drachen bildet einen kleinen Vorsprung an der Felswand. Okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Perfekt. Jetzt kann ich die andere Seite erreichen. Tja, die Deutsche mal wieder. Absolut bescheuert. Jawohl. Sie bewegt sich keinen Millimeter. Da ist eine Gebetsmühle. Eine Gebetsmühle aus Metall mit eingravierten Texten. Leider kann ich nichts davon übersetzen. Sie lässt sich nicht mehr drehen, ist vielleicht verklemmt oder eingefroren, aber komisch. Das Metall fühlt sich irgendwie sonderbar an. Die Gebetsmühle ist handwarm, so als wäre darin irgendeine Wärmequelle. Und hier drüben fehlt einer. Mein Allzweckhering? Grundsätzlich kann ich die Schändung religiösen Kulturguts natürlich nicht gutheißen. Nein. Aber in besonderen Situationen sollte man seine Prinzipien überdenken. Vielleicht brauche ich dieses Ding ja später mal. Okay. Potzblitz, was war das denn? Das ist magnetisch. Die Gebetsmühle hat anscheinend eine starke magnetische Wirkung. Aber der verdammte Zelthering ist doch aus Aluminium und dürfte eigentlich nicht von einem Magneten angezogen werden. So, geschafft. Hab sie. Merkwürdig. Die metallische Oberfläche der Gebetsmühle ist trotz der Eiseskälte handwarm. Außerdem zieht sie auch andere Metalle als Eisen, Nickel oder Kobalt an. Sie kann also kein gewöhnlicher Magnet sein. Interessant. Die Frage ist bloß, wo verwenden wir das? Hier, bei den Bomben. Nee, geht auch nicht. Sie ist gerade nicht da. Ja, ich würde sagen, ich schlafe mal darüber und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und mal gucken, was es mit dieser Gebetsmühle auf sich hat. Hoffentlich nichts Gebetsmühlenartiges. kleiner Spaß am Rande. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.